Moin und willkommen zurück in der Kindheit. Jeder kennt's. Jeden Samstagabend um 19.25 Uhr wurde alte Röhrenfernseher angeschmissen und man schaute mit der ganzen Familie unser Charlie. Ach, der gute alte Röhrenfernseher. Yeah! Aber wie immer bei solch älteren Serien ist die Frage, hat die Serie unser Charlie es geschafft, bis heute immer noch im ZDF ausgestrahlt zu werden? Oder ist die Serie etwa gestorben? Die Antwort, die eigentlich ziemlich kacke und doch richtig ist, nach dem Intro. Angefangen hat das Ganze schon 1995 im Dezember. Die erste Staffel hatte allerdings nur 5 Episoden. Im Laufe der Jahre kam es zu immer mehr Staffeln mit immer mehr Episoden. So zählt die Serie bis heute 16 Staffeln mit 5 bis 21 Folgen. Bis heute? Das heißt, Röhrenfernseher an und weiter geht's? Leider nicht. Erstens, wer bitte hat noch einen Röhrenfernseher zu Hause? Nein, mal ernsthaft, schreibt's in die Kommentare, wenn ihr noch einen Röhrenfernseher zu Hause habt. Und zweitens, die Serie hat bis zum heutigen Tage 16 Staffeln und dabei wird es auch bleiben. Am 9. Juni 2012 endete nämlich die wilde Fahrt mit dem süßen Affen Charlie. Aber warum? Zunächst einmal gehen irgendwie Props raus an Charlie. Ich finde, für einen Affen hält er sich so im Laufe der Jahrzehnte echt gut. Das ist gar nicht immer derselbe Affe. Ach, der wurde schon 11-mal in 15 Jahren ausgewechselt. Oh. Und das, meine Freunde, ist der Grund für das Ende der erfolgreichsten Familienserie aller Zeiten. Im Jahr 2010 haben sich Wissenschaftler und Juristen Tierschützern angeschlossen, gegen den Umgang mit den jungen Schimpansen, die für die Rolle eben eingesetzt werden, zu protestieren. Hierbei ist das große Problem aber nicht der Umgang mit den Schimpansis während der Dreharbeiten, sondern die Frage, was nach den Dreharbeiten mit den Affen geschieht. Falls ihr es nicht wusstet, Affen können bis zu 50 Jahre alt werden und dafür die Dreharbeiten eben nur junge Schimpansen genutzt werden, seht ihr das Problem sicher. Viele Gegner sagen, dass die Äffchen dann nach Texas abgeschoben werden oder ZDF sich nicht weiter für die Schimpansen interessiert. Deshalb hat ZDF einfach gesagt, wir scheißen weiter auf das Wohlergehen der Affen und setzen die Serie einfach ab. Beste Entscheidung. Danke, ZDF. Nein, aber kurz mal Real Talk. Das ZDF hätte wirklich einfach nach den Dreharbeiten die Schimpansen in irgendwelche Tierheime geben können oder sich finanziell gut um sie kümmern können. Ich meine, die Serie lief wirklich bombastisch. Aber na gut, dann eben nicht. Trotzdem wird es für uns, die die Serie damals eben geschaut haben, immer noch der Affe sein, den jeder kennt. Und für die neuen Generationen den jeder kannte. Ey, du bist cool. Du hast das Video bis zum Ende geschaut. Ich weiß, heute war es mal nicht so lang, aber jetzt zum Start ins neue Jahr bin ich auch noch an einem anderen Video bei, was die Tage jetzt bald kommen wird. Ein kleines Video zu meinem Kanal muss auch mal sein. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass euch das Video gefallen hat und dass ihr auch so ein bisschen in den Charlie-Vibes seid. Mal mit dem Intro kann man da auf jeden Fall gut viben. Ich wünsche euch sonst noch einen schönen Tag. Bleibt gesund und wie immer munter bleiben.